Hallo und willkommen zu Wie macht man einen Edwin-Rosen-Song mit mir? Heute beginnen wir mit einem Bass von Logic, der heißt so. Auf den packen wir erstmal einen Arpeggiator auf ein Achtel, damit der so klingt. Und dann spielen wir das. Fertig. Da ich nicht so gut Gitarre spielen kann, vor allem nicht mit denen, habe ich mir ein Sample gekoppt und das klingt so. Jetzt brauchen wir noch 80s Drums und ich empfehle euch das Logic Drum Kit, das heißt Lin. Und das ist mordsgeil. Und nicht wundern, mein Keyboard steht noch in der Ecke. Ich bin gerade zu faul, das aufzubauen. Deswegen mache ich es über meine Tastatur, so wie echte Professionelle. Dann noch ein paar Hi-Hats. Aber davon müssen nicht so viele rein, weil weniger ist mehr in diesem Fall. Dann noch Toms von einem anderen Drumkit. Und zwar diesem hier. Es heißt Analog Circuits. Circuits? Circle. Lol. Das Ganze klingt jetzt so. Ja, und jetzt Vocals. Jetzt muss ich irgendwas über irgendwas ganz Tiefes nachdenken, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Text ist fertig, super basic, aber muss man eh nicht alles verstehen, deswegen nehme ich jetzt mal was auf. Man darf auch nicht normal singen, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall eher so operesk oder falco-esk. Also so, Moment. Hall. Ja. Wird ihm nicht gerecht, es tut mir leid. Ich dachte irgendwie, ich kann das besser mit den Vocals, aber so klingt es jetzt auf jeden Fall. Er geht.